Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das Spiel Spirits of the Wild uns rausgesucht, weil wir dachten, momentan ist es so heiß tagsüber. Da nehmen wir uns mal lieber ein Spiel, das nachts spielt. Und Spirits of the Wild spielt quasi in der Nacht, denn es geht um Tiere. Und zwar um 5 Waldtiere, die zu den Sternen aufgestiegen sind und deren Geheimnisse wir jetzt mit Edelsteinen ja quasi erkunden möchten. Wenn da nicht ab und zu so ein kleiner fieser Kojote wäre. Aber wir starten erstmal mit den Rahmendaten. Spirits of the Wild ist ein Spiel für genau 2 Personen ab 10 Jahre. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 30 Minuten angegeben, ist bei Mattel Games erschienen. Der Autor ist Nick Hayes und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 16 Euro. Ja, und das Spielmaterial haben wir hier schon mal ausgebreitet. Jeder Spieler bekommt ein Tableau, wo diese 5 Waldtiere dargestellt sind, inklusive ihrer Sternzeichen, die ich so noch nie gesehen habe, die ich unterstelle mir auch eigentlich gar nicht gibt, aber das ist auch nicht so wichtig. Nee, das haben wir nicht kontrolliert, ob das richtig ist oder nicht. Jeder kriegt einen Satz mit Aktionskarten, und zwar identische, 6 Stück, die haben wir hier unten platziert. Dann gibt es hier einen kleinen Kojoten, es gibt eine aktuell noch leere Schale und es gibt die Spirits-Karten. Und zwar gibt es da jetzt, gibt es da 6 Stück, die werden am Spielanfang gemischt und dann werden 2 Haufen gebildet, A3 Karten, und die werden dann offen ausgelegt. Dann haben wir hier noch einen Sack. In dem Sack sind insgesamt 56 Edelsteine drin. Und zwar gibt es 7 verschiedene Farben. Und jeder Stein ist 8-mal im Sack vertreten, sodass wir dann auf 56 Edelsteine insgesamt kommen. Denn Ziel des Spiels ist, wir wollen hier die Aufgaben dieser Tiere erfüllen. Und die haben unterschiedliche Aufgaben, die sie uns vorgeben. Und dafür wollen wir diese Edelsteine sammeln. Ja, ich glaube, wir erklären mal ganz kurz, welche Aufgaben es gibt. Also es gibt einmal hier oben zum Beispiel die Eule. Die sagt, sie will gleichfarbige Paare haben. Und zwar jedes Paar, das gleichfarbig hier oben platziert wird, bringt am Spielende 3 Punkte. Dazu haben wir hier halt eben so Öffnungen in dem Tableau. Und jetzt könnte man halt eben im Laufe der Zeit einmal den sammeln. Und wenn ich dann später irgendwann einen zweiten Weißen bekomme und hier platziere, dann habe ich am Spielende ein Paar. Das bringt mir 3 Punkte. Das heißt, wenn ich es schaffe, hier alle 3 Paare zu platzieren, würde mir die Eule in Summe nachher 9 Siegpunkte geben. Genau, vielleicht noch ganz kurz. Wichtig dabei ist, man muss in einem Spielzug nicht ein Paar vervollständigen. Das heißt, ich muss hier nicht gleich 2 gleiche hinlegen können. Kann ich das nämlich nicht, weil ich zum Beispiel diese Aktionskarte nehme, einen Stein aus der Schale nehme und platziere hier ein. Das geht natürlich auch. Das heißt, ich muss die Paare nicht im gleichen Spielzug vervollständigen. Und ich kann auch ein neues Paar schon anfangen, bevor ich das erste Paar oder das zweite Paar entsprechend schon fertig habe. Genau. Dann gibt es hier den Hasen. Bei dem ist es so, hier muss man 3 verschiedene Edelsteine von der Farbe her platzieren. Das bringt bei Spielende dann 6 Punkte. Beim Biber ist es ein bisschen aufgeteilt. Hier gibt es einmal eine Fläche für einen Trilling, also 3 gleichfarbige Edelsteine, und einmal wieder für ein Paar. Wenn man es schafft, den Trilling fertig zu machen, bekommt man bei Spielende 5 Punkte. Wenn man es schafft, nur das Paar fertig zu machen, bekommt man 2 Punkte. Also man kann sowohl das eine als auch das andere vollenden. Schafft man es beides zu vollenden, kriegt man natürlich für den Trilling 5 Punkte, für das Paar 2 Punkte und, weil man beides jetzt komplett hat, 7 Bonuspunkte. Das heißt, insgesamt würde dieses Feld dann schon 14 Siegpunkte geben. Dann haben wir den Lachs. Da gibt es hier so eine kleine Tabelle. Da müssen unterschiedlich farbige Steine, schwieriges Wort, platziert werden. Und je mehr man davon hat, umso mehr Punkte bekommt man. Das heißt, wenn man 2 Stück platziert hat bei Spielende, kriegt man nur 2 Punkte. Hat man es geschafft, alle 6 zu platzieren, kriegt man 13 Punkte. Und im Prinzip das Gleiche gibt es auch bei der Schildkröte, auch wieder so eine Tabelle. Hier geht es allerdings darum, dass man gleichfarbige haben muss. Schafft man es, alle 5 gleichfarbigen dort zu platzieren, gibt es bei Spielende 14 Siegpunkte. Kannst du ja nochmal kurz liegen lassen. Dann gibt es ja noch diese durchsichtigen, das sind besondere Steine, das sind die Kraftsteine. Genau, da gibt es spezielle Felder. Auf jeder Ebene, sage ich mal, ist noch so ein Einzelner. Bei jedem Tier ist einer. Wenn man so einen Stein sich aus der Schale nimmt und den bei einem Tier platziert, dann wird der Bereich abgeschlossen. Das heißt, man kann hier nie wieder Steine platzieren. Das heißt, man muss sich genau überlegen, wann lege ich den Stein dorthin. Wenn man den dort platziert, verdoppelt sich allerdings die Punktzahl. Das heißt, Christian hätte jetzt hier beim Lachs 2 verschiedene gesammelt, würde eigentlich 2 Punkte bekommen. Da er aber hier den Kraftstein liegen hat, würde er dann 4 Punkte bekommen. Also dieser Kraftstein verdoppelt immer die möglichen Punkte, die man bei dem jeweiligen Tier bekommen kann. Aber er schließt halt auch den Bereich ab. Das heißt, man darf dann keine weiteren Steine dort mehr platzieren. Genau, ganz kurz Spielende. Spielende ist, wenn von diesen Kraftsteinen, also von den durchsichtigen, insgesamt 5 vorhanden sind. Das heißt, entweder auf unseren Tableaus und in der Schale, also in Summe. Am Ende der Runde, wo dann insgesamt 5 Kraftsteine oder mindestens 5 Kraftsteine da sind, ist das Spiel vorbei. Genau. Und jetzt unabhängig davon, wer Startspieler war, so gemerkt. Genau. Und jetzt zu Spielbeginn werden jetzt erstmal nochmal 4 Steine aus dem Sack gezogen und kommen in diese Schale rein. Wäre jetzt dabei ein Kraftstein dabei, also ein durchsichtiger Stein, nimmt man den raus, weil am Anfang zu Spielbeginn diese 4 Steine, da darf kein Kraftstein, also kein durchsichtiger dabei sein. Ist jetzt ja auch keiner dabei, von daher alles Chico.
So, jetzt geht's los. Wer ist Startspieler? Du bist Startspieler. Ich bin Startspieler. Da muss ich als Startspieler diese Karte zwei Steine nehmen, umdrehen. Das heißt, die habe ich am Anfang schon gar nicht zur Verfügung. Und jetzt suche ich mir von meinen Aktionskarten eine aus und kann die entsprechende Aktion ausführen. Wichtig ist auch, dass was auf der Karte draufsteht. Wenn hier zum Beispiel steht, zwei Steine nehmen und es wäre nur noch ein Stein in der Schale, dann dürfte ich diese Karte gar nicht spielen, weil ich nur noch einen Stein nachweislich nehmen könnte aus der Schale. Also von daher, man darf auch nur die Karten nutzen, wenn man auch das tatsächlich dann ausführen kann, was auf der Karte draufsteht. So, jetzt mache ich dieses. Ich nehme mal einen Stein nehmen und ich würde jetzt einfach mal den hier nehmen, weil ich nicht möchte, dass Christian, der hat ja noch die Karte zwei Steine nehmen, dass er gleich zwei gleiche schon mal bekommt. Und die würde ich jetzt einfach mal, ich versuche heute mal wieder hier anzufangen beim Hasen. Das heißt, mein Spielzug ist zu Ende und Christian ist genau, dran. Ich nehme jetzt die Karte, die Michaela umdrehen musste, zwei Steine nehmen, drehe sie um und ich nehme hier einfach mal die zwei und packe die auch mal beim Hasen. Total langweilig. Ja, toll. Dann mache ich hier auch mal diese Karte, nochmal einen Stein nehmen, die drehe ich mal um. Und dann nehme ich mir diesen Stein hier und den kann ich jetzt ja hier beim Hasen nicht platzieren. Wichtig ist nämlich auch, man kann die Steine nicht dort ablegen, wenn es gegen die Aufgaben der Tiere entspricht. Der Hase möchte ja drei verschiedene Farben haben. Das wäre ja eine gleiche Farbe, den Stein hätte ich da schon liegen. Von daher darf ich den da gar nicht hinlegen. Und von daher lege ich den jetzt einfach mal hier beim Lachs hin. So, jetzt sieht man ja, durch das Umdrehen dieser beiden Karten ist jetzt hier so ein Bild entstanden. Und zwar das Bild von dem Kojoten. Das ist nämlich eine Möglichkeit, wie dieser Kojote jetzt ins Spiel kommt. Und den kann ich jetzt auf ein Tier auf das Spielertableau von Christian setzen. Ich muss es nicht machen, aber ich mache es. Denn das bedeutet, hier darf Christian jetzt, solange der Kojote dort steht, keine Steine mehr reinlegen. So, genau. Und dann ist Christian schon dran. Und da ich das gar nicht lustig finde, nehme ich die Karte, da steht drauf, drei Steine ziehen, das nehme ich, mache ich gleich aus dem Sack, und den Kojoten bewegen. Das heißt, ich kann ihn wieder von meinem Spielertableau runter bewegen auf ein anderes. Wie gemein. Und das machst du natürlich auch. Eiskalt dich. Das war natürlich klar. So, jetzt haben wir hier noch eine kleine Besonderheit. Wir haben hier noch diese Karte hier, Spiritkraft nutzen und Karten zurückholen. Das ist nämlich die Aktion, wie man seine Karten zurückholen kann. Diese Aktionskarte kann ich aber frühestens dann nutzen, wenn ich schon drei Aktionskarten umgedreht habe. Das ist bei mir der Fall, bei mir sind schon drei Aktionskarten umgedreht. Dadurch, dass ich hier eine zu Spielbeginn als Startspieler schon umdrehen musste, kann ich jetzt diese Aktion schon nutzen. Und da kann man sich jetzt eine dieser beiden offenliegenden Spiritkarten aussuchen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel hier den Bison nehmen. Da steht drauf, ich kann drei Steine ziehen. Einen Stein nehme ich davon und einen Stein würde ich in den Beutel zurücklegen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn wir jetzt hier schon, ich sag mal, Chris hätte zwei Kraftsteine, zwei durchsichtige und ich hätte zwei durchsichtige. Und wir haben jetzt ja auch noch einen in der Schale. Das Spielende wird erst am Ende meines Zuges ausgelöst. Das heißt, durch diesen Zug könnte ich jetzt auch noch einen, ich sag mal, den Kraftstein wieder in den Beutel zurückwerfen, sodass wir nur vier ausliegen hätten. Also dadurch könnte man das Spielende zum Beispiel noch hinauszögern. Hier der Bär sagt zum Beispiel, alle Steine aus der Schale in den Beutel und dieselbe Anzahl neue Steine ziehen und einen Stein nehmen. Tja, was mache ich denn jetzt mal? Ich mache jetzt einfach mal das hier. Hier sind drei Steine. Man muss die Karten auch immer von oben nach unten abarbeiten. Alle Steine aus der Schale in den Beutel. Drei sind drin gewesen, drei mache ich in den Beutel. Dieselbe Anzahl an Steinen ziehen. Das mache ich jetzt mal. 1, 2, 3. Oh, und dann wird diese Karte unter den Stapel geschoben, dann kommt eine neue. Der Widder, der sagt zum Beispiel, zwei Steine aus dem Beutel aufs Tableau. So, das heißt, ich habe jetzt das Spirit gemacht. Damit hole ich jetzt alle meine Karten wieder zurück und habe wieder die freie Auswahl. So, und ich durfte mir jetzt ja noch einen Stein nehmen, von daher nehme ich mir jetzt den, weil so einen Kraftstein möchte ich noch nicht haben. Da kann ich ja nicht hinlegen, da hat Christian mir ja freundlicherweise den Kojoten hingestellt. Und dann ist mein Zug schon wieder vorbei und Christian ist dran. Genau, ich könnte jetzt hier über diese Aktion halt wieder einen Stein nehmen, sind aber Kraftsteine. Das heißt, ich würde ihm hier das Deck entsprechend dicht machen. Von daher nehme ich diese Aktionskarte, zwei Steine ziehen und einen Stein nehmen. Mhm. Das sind die. Und da nehme ich mir mal den. Der kommt wieder rein. So, jetzt habe ich den Hasen schon mal dicht. Das ist schon mal nicht schlecht, weil das bringt mir schon mal bei Spielende 6 Punkte. Ja, vor allem könntest du ja auch gleich den Spiritstein, den Kraftstein nehmen, Entschuldigung. Dann hast du schon die doppelte Punktzahl, weil du hast ja noch die Karten, wo du es nehmen kannst. Das ist der Plan. Das ist der Plan, das haben wir schon klar. Jetzt habe ich hier diese schöne Karte, aber ich möchte mir nichts davon nehmen. Das finde ich eigentlich gar nicht so dolle. Lila finde ich jetzt auch gar nicht so aufregend. Und du möchtest den ja haben eigentlich. Von daher finde ich das alles überhaupt nicht schön. Aber dir noch mehr Steine geben. Aber ich mache mal das hier. Zwei Steine ziehen und einen Stein nehmen.
zwei Steine ziehen und einen Stein nehmen. Das passt. Ich nehme den gelben und platziere den hier beim Lachs. So, dann ist Christian dran. Ja, dann mache ich das mal ganz fix. Ich sage, einen Stein nehmen und ich nehme den Kraftstein und habe für Spielende schon mal 12 Punkte. Genau. So, dann bin ich wieder dran. Ich mache jetzt hier einfach mal zwei Steine nehmen, weil das finde ich eigentlich ganz schick. Ich nehme die zwei lilanen, die kann ich hier bei der Eule platzieren, dann habe ich gleich ein paar voll. Das finde ich eigentlich ganz schick. Genau, und so würden wir jetzt quasi durchspielen, bis eben nachher irgendwann diese 5 Kraftsteine vorhanden sind. Wir können ja nochmal eine Endsituation simulieren, indem wir uns vielleicht nochmal ein paar Steine nehmen. Ey, nicht die ganzen, den einen grünen wollte ich auch ganz gerne haben. Klaut er mir die grünen Steine. Dann habe ich hier oben vielleicht nochmal... Gut, da habe ich ein unvollendetes Pärchen vielleicht nochmal. Den Hasen habe ich nicht. Hier unten bei der Schildkröte habe ich vielleicht nochmal was liegen. Hier habe ich vielleicht Glück gehabt und da konnte ich nur einen Kraftstein platzieren. Jetzt haben wir 3 Kraftsteine, ne? Dann den Kojoten wäre ich sicherlich nochmal wieder losgeworden hier. Ja, aber spielt dann wenigstens. So, dann brauchen wir noch einen Kraftstein mehr. So, jetzt hätten wir hier... Ich mache den nochmal da mit rein. Ja, natürlich. Du hättest den Hasen auch vollgekriegt. Ja, ja, ist in Ordnung. So, und jetzt wird quasi gezählt. Wir haben also 5 Kraftsteine, 2 bei Michaela, 2 bei mir, einer in der Schale, macht 5. Am Ende der Runde wäre das Spiel zu Ende gewesen. Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz gucken. Hier gibt es noch so ein paar andere Spirit-Kraftkarten. Hier gibt es zum Beispiel noch den Adler, einen Stein neben, ein weiterer Zug. Dann gibt es noch den Hirsch, einen Stein vom eigenen Tableau in die Schale. Das heißt, wenn man sich vielleicht mal einen Stein genommen hat und man wollte vielleicht doch noch nicht den Bereich sperren, könnte man damit zum Beispiel hier so einen Kraftstein in die Schale zurücklegen und 2 Steine dann nehmen. Also so gibt es hier unterschiedliche Spirit-Kraftkarten. Und wie gesagt, am Ende des Zuges, wenn halt 5 von diesen durchsichtigen Steinen dann draußen sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann ist das Spiel zu Ende. Hätte jetzt noch einer, hätte jetzt Christian vorher zum Beispiel, wäre das sein Zug gewesen und er hätte jetzt Spirit gespielt, dann hätte man ja hier diesen Stein, also hätte er erstmal 3 Steine gezogen, einen Stein nehmen und einen in den Beutel, das heißt, er hätte den zurücklegen können. Wenn er dann keine weiteren durchsichtigen gezogen hätte, hätte er damit das Spiel dann noch rauszögern können. Genau, dann wollen wir die Abrechnung mal einfach systematisch hier von oben nach unten. Das heißt, Michaela hat hier oben ein Paar, das wären also 3 Punkte. Der eine bringt gar nichts, genau. Der Hase normalerweise 6, durch den Kraftstein doppelt sind 12, sind insgesamt dann 15 Punkte. Beim Biber hat sie gar nichts. Nee. Beim Lachs 4 verschiedene, gucken wir in die Tabelle, 4 sind 6 Punkte. Verdoppelt sind 12, macht also 27. Und bei der Schildkröte 1:1 macht also in Summe 28 Punkte. Genau, dann schauen wir nochmal bei dir, was ja, hast du? Nee, das ist, also ich habe nur den Hase jetzt mal hier, das sind dann 12 Punkte, ich habe hier 2, sind 4, sind 16 Punkte. Das wäre natürlich gar nicht so gelaufen. Wäre natürlich überhaupt nicht so gelaufen. Und wer den Kojoten hat, das hat keine Relevanz bei Spielende, von daher... Doch, bei Gleichstand hätte das... Ach, bei Gleichstand hätte ich gewonnen gehabt, genau, aber... Genau, weil der Kojote bei dir steht. Genau, also bei Gleichstand gewinnt dann der Spieler, bei dem der Kojote dann noch steht. So ist es. Gut, dann starten wir mal mit einem Fazit und heute darf Michaela mal zuerst. Heute fange ich mal an. Ja. Okay. Also Spirits of the Wild ist auf jeden Fall, finde ich, ein einfaches Spiel. Also die Anleitung ist auch sehr kurz gehalten, wie man hier sieht. Man hat hier einmal 3 Seiten und auf der Rückseite nochmal 2 Seiten. Ist auch alles sehr schön erklärt. Ich finde die Optik total schön. Als ich das Spiel gesehen habe, das hat mir total gefallen. Deswegen habe ich auch zugegriffen und habe gesagt, das möchte ich ganz gerne haben. Finde ich total schick. Und auch hier, was man hier so hat an Spielermaterial, finde ich auch total schön. Ich kann auch nochmal ganz kurz das Tiefziehteil zeigen, weil das finde ich auch total klasse. Das ist ja nicht üblich, sage ich jetzt mal so, dass man so Tiefziehteile hat, wo man alles auch schön wegsortieren kann. Also das finde ich auch total klasse. Vor allem klasse. In der Preiskategorie. Vor allem in der Preiskategorie, genau. Und ich finde auch so von der Mechanik, also gut, aktionskartengesteuerte Spiele sind nichts Neues, aber das Spiel funktioniert, es läuft. Das Einzige, was ich nicht ganz so gelungen finde, ist das Spielende. Also es kann mal für einen zum Guten kommen, sage ich jetzt mal so. Es ist totaler Zufall, wann der 5. Stein gezogen wird. Man kann durchaus nochmal entgegenwirken, wenn man vielleicht einen Stein zurückwirft, aber auch dann nur, wenn man natürlich auch diese Karte spielen darf. Und zurückholen darf man sich die Karten ja erst, wenn man hier mindestens 3 Aktionskarten verdeckt liegen hat. Das heißt, wenn es jetzt schon passiert und ich kann es in dem Moment gar nicht, weil ich ja noch nicht 3 Karten verdeckt habe, kann ich das Spielende ja auch nicht hinausschieben. Also von daher, das mit dem Spielende finde ich ein bisschen zu zufällig. Das gefällt mir nicht so gut. Es hat schon mal, ja, sag mal so, meine Richtung schon gespielt, dass es mir geholfen hat. Aber es hat auch schon mal nicht so, dass es in meine Richtung gelaufen ist. Von daher, das ist schon ein sehr zufälliger Aspekt. Ansonsten finde ich aber, das ist ein schönes, kurzweiliges Zwei-Personen-Spiel, so für zwischendurch.
Ich finde, das ist hier auch optisch echt schön gestaltet, das mit den Steinen am Anfang wieder sind wie Smarties, da muss man aufpassen, dass man die nicht aufisst. Das sieht so lecker aus, finde ich, mit diesen verschiedenen bunten Farben. Auch mit den Spirit-Karten. Da finde ich allerdings, wenn man das häufiger gespielt hat, es hätten gerne ein paar mehr sein können. Ne? Also wir haben es jetzt doch schon so 8, 9 Mal gespielt und man kennt die Karten nachher und gut, sie laufen dann nachher durch, aber da ist nachher nicht mehr so viel Abwechslung drin. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, für mal so zwischendurch und auch mal für so ein Einsteigerspiel, finde ich, ist ein schönes, fluffiges Spiel. Auch mit diesen unterschiedlichen, ich sag mal, Aufgaben, die man hier hat. Der Kojote ist noch so ein kleiner Ärgerfaktor im Spiel. Gefühlt hat er immer häufiger bei mir gestanden als bei dir. Da muss man auch immer überlegen, ob man jetzt zum Beispiel diese Karte dann spielt. Weil man muss natürlich auch gucken, so ein bisschen Taktik ist auch schon dabei. Was ich denn da schade? Was könnte mein Gegenspieler brauchen? Welches Tier möchte er als nächstes vervollständigen? Wenn ich jetzt den Kojoten spiele, muss ich dann ja zum Beispiel auch erstmal 3 Steine ziehen. Das heißt, mein Gegner hat schon wieder mehr Steine zur Auswahl. Hat er dann vielleicht noch diese Karte liegen, wo er am nächsten Zug sich vielleicht 2 Steine nehmen kann. Die passen bei ihm gerade super. Man kann ja mal nur einen Bereich sperren. Also von daher, das muss man sich manchmal schon genau überlegen und auch mal bei dem anderen damit drauf gucken. Und es kann aber auch schon mal so kommen, dass man, wenn man Steine ziehen darf, dass die gar nicht so richtig bei einem passen. Dann muss man sie halt in die Schale wieder reinlegen. Das wird natürlich eher so gegen Ende, wo das eigene Spielertableau schon recht voll ist. Wobei, das ist jetzt bei uns nicht so häufig vorgekommen, weil häufig mehr diese 5 Kraftsteine vorher gezogen worden sind. Aber es kann vorkommen. Also es kam bei mir auf jeden Fall schon mal vor, dass ich einen Stein nicht unterbringen konnte und dadurch den halt in die Schale dann auch zurücklegen musste. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Spiel wirklich gut. Ich mag das gerne wieder spielen. Es ist für mich kurzweilig. Ich mag es von der Optik her. Wie gesagt, das Spielende ist für mich so ein kleiner Negativpunkt, den ich nicht ganz so schön finde. Der ist für mich zu zufällig. Aber trotzdem, ich mag das Spiel. Ich spiele es gerne wieder. Und von daher ist es für mich ein gutes Zwei-Personen-Spiel und bekommt von mir 7 Punkte. Ja, da gibt es von meiner Seite aus gar nicht mehr so viel zu sagen. Also wie gesagt, ich finde die Ausstattung echt gut. Also auch das Tableau hier mit diesen Vertiefungen, wo die Steine echt vernünftig drin liegen. Also da verrutscht pauschal nichts. Das finde ich außer gut. Der Kojote fällt um. Der ist nicht verrutscht, der ist umgefallen. Ja. Auch so, dass die Schale eben eine Schale ist, auch so mit einer Plastik, gewissen Oberfläche. Ne? Also auch, dass diese Steine als solches, die haben ja auch eine Oberfläche. Also die sind nicht einfach rund wie Smarties, sage ich mal, sondern die haben eben eine gewisse Struktur, möchte ich mal sagen. Das finde ich total gut. Die Story ja, ist vorhanden, fand ich jetzt nicht so wichtig. Die Optik wiederum mit diesen Sternbildern, wo halt eben drumherum dann diese Tiere dargestellt sind, das finde ich echt schön. Und ich finde auch dieses einfach schön, dass man so zack, und da habe ich einen Kojoten. So ein Konterfall sich daraus bildet. Das finde ich sehr schön, dass das so optisch so gelöst worden ist, weil das auch nah an der eigentlichen Figur nachher ist. Also das passt echt schon gut. Das heißt, also Optik finde ich total gut. Spielprinzip, man kommt enorm schnell rein. Ist also definitiv Gelegenheitsspieler tauglich, das auf alle Fälle. Schönes, schnelles Zwei-Personen-Spiel. Aber genau das Gleiche, was Michaela gesagt hat, diese Zufälligkeit, wann ist das Spiel vorbei, die kann echt wehtun. Weil es kann eben mal sein, man hat eben so die Strategie, ich will unbedingt hier alle 6 verschiedenen haben, da dann noch einen Kraftstein, dann kriege ich 26 Punkte und bin ganz weit vorne. Und zack, 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 das sind 5 Kraftsteine und meine ganze Strategie ist dahin. Das finde ich ein bisschen unbefriedigend, muss ich fast sagen. Das hat mich an ein, zwei Spielen, hat mich das auch ein bisschen genervt, ehrlich gesagt, weil ich da echt so versucht habe, so ein bisschen strategisch, ein bisschen Taktik zu spielen. Und diese Zufälligkeit hat mir halt eben da voll in die Planung, sage ich mal, dagegen gespielt, reingespielt. Das ist nun mal ein Teil von dem Spiel. Ich hätte es lieber gefunden, dass man es anders gemacht hätte. Ich kann gar nicht sagen, wie, ob es, dass man sagt, man spielt über 10 Runden oder so, wäre dann auch blöde mit den Karten, weiß ich auch nicht. Aber das ist so ein Aspekt von dem Spiel, ein Teil von dem Spiel, der mir nicht so gut gefallen hat. Und deshalb gibt es von mir 1 Punkt Abzug und deshalb gibt es von mir 6 Punkte. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Spirits of the Wild. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert, gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns wieder drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.